mich. Na komm her, Dickerchen. So, zuvor bezwungen. Okay, echt? Haben wir den schon mal besiegt? Na. Oh, das geht aber. Das geht aber tatsächlich sehr schnell mit der Alpha-Konstrukt, Block-Konstrukt-Waffe. Ja. Also so schnell habe ich noch keinen Hinox besiegt. So. Hätte schwören können, da ist ein Krog drunter. So direkt hinter so einem großen Hinox. Donnerplateau. Okay. Und? Was macht man hier? Gar nichts. Noch nichts, vielleicht. Okay. Oh, entschuldigt bitte. Ich musste gerade noch eben kurz niesen, bevor es weitergeht. Komisch. Sehr komisch. Naja, vielleicht kommt das noch. Aber dann könnten wir wirklich zurückgehen zum Spähposten. Mal gucken, was wir da noch machen können. Vielleicht hat sich da ja mittlerweile ein bisschen was getan. Kann ja sein. Das ist ein Gorone. Der war noch nicht immer hier. Hey. Aber wir könnten uns gerade nochmal umziehen. Jetzt, wo wir nicht mehr in den eisigen Bergen sind. So. Sehr gut. Was ist hier los? Meine Güte. Du bist Gorone, aber kannst mir nicht mal den Weg nach Goronia weisen? Wie ist das bitte möglich? Ist mir ja selbst peinlich. Aber als ich meine Reise begonnen habe, war noch überall Lava. Ich wusste nicht, dass sich nach dem Erlöschen des Todesbergs ganz neue Pfade auftun würden. Stimmt schon. Davor war dort überall Lava. Es war so brennend heiß, dass sich Juliana dort nicht ohne feuerfeste Ausrüstung aufhalten können. Zu der Zeit wäre ich gar nicht dran, zu denken gewesen, dass ich dorthin mitkomme. Gehen wir erstmal entlang der Straße in Richtung Todesberg. Den sieht man ja dort im Nordosten. Dann erreichen wir den Stall des Waldes. Von dort geht es dann weiter nach Norden. Das habe ich alles von ihm hier erfahren. So wird sicher klappen. Man hilft, wo man kann. Der Todesberg eignet sich gut zur Orientierung. Aber ihn umgibt ein roter Nebel, der verdächtig nach Miasma aussieht. Ihr solltet also nicht zu nah rangehen. Na gut, lass uns mal aufbrechen. Wir können bei dem Steak-Restaurant Halt machen, zu dem du wolltest. Aber dann geht's ja direkt weiter. Das mit dem Felsenfilet? Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Hat sich nichts getan. Okay. Gut. Oh. Es fliegen sogar wieder Orni hier rum. Das war aber auch nicht immer so.
uns mal gucken, ob sich hier sonst noch irgendwas getan hat. Ist der Stallpferd? Oh, Maronus! Zu dir wollte ich. Hat sich hier irgendwas verändert? Oh, doch, tatsächlich. Ach, sag echt. Ohrniegewand. Der Markt erweitert sich also. Okay, Sperrposten baut sich weiter aus. Aber am wichtigsten bist du heute hier. Gibt's so einen Laden? Ja. Oh. Du hast Krugsamen dabei, oder? Wenn du mir Krugsamen gibst, kann ich deine, eine deiner Taschen größer machen. Jawohl. Eigentlich alle. Bitte. Ja. Kann man sich ja auch ab und zu nochmal angucken. Okay, wir brauchen unsere Schildtasche. Ja. Die Schildtasche muss definitiv noch schneller groß gemacht werden. Sonst sind wir zu eingeschränkt. Oh ja, doch, doch. Da können wir die zweite Reihe auf jeden Fall voll machen. Wenn wir es noch schaffen mit 10 Samen. Ich denke nicht. Wartet kurz. Bogentasche. Schildtasche. Machen wir die auch noch größer. Ich denke mal, als nächstes wird er wahrscheinlich 8 Samen haben wollen oder 6. So. Und wie viel will er haben? Nee, lieber nicht. Oh. Ich denke, das ist der letzte Durchlauf. Wir haben jetzt hier nur noch 2 Stück. Sehr gut. Nein. Das war's. Hilft uns aber schon ungemein weiter. Oh, der Stall. Der Stall. Hier hat sich was getan. Was ist los, Torda? Torda, wann bist du denn nun endlich mit dem Unterstand fertig? Ah. Tut mir leid, ich brauche wohl noch ein Weilchen. Die Dachplanke will einfach nicht passen. Noch diese eine Stelle hier. Solange der Unterstand nicht fertig ist, können wir keine weiteren Pferde mehr unterbringen. So ein Schlamassel. Das sollten wir ja wohl hinkriegen, oder? Huch. Was? Sei bitte vorsichtig damit. Dieses Brett brauche ich noch für das Dach vom Unterstand für die Pferde. Hä? Aber ich wollte dir doch helfen. Darf ich nicht? Ich beeile mich hier schon, so gut ich kann. Warte bitte noch etwas. Okay. Oh. Ups. Hm? Größe, Körperbau und der rechte Arm. Du musst links sein, oder? Pura hat mir viel von dir erzählt. Ich bin Rezian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althylianischen. Oh. Und damit meine ich nicht etwa die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas ganz anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde. Die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Aber sicher bist du dir diesen Unterschiedes bereits bewusst. Auf der Steintafel, die vom Himmel gefallen ist, ist etwas Althylianisches eingraviert. Wenn es mir gelingt, diesen Text zu entschlüsseln, dann erfahren wir vielleicht mehr über jene längst vergangene Zeit. Oh. Ich habe die Dokumente, die ich brauche, um diesen Text aus dem Althylianischen zu übersetzen, in Kakariko gelassen.
Sobald ich dorthin zurückgekehrt bin, werde ich meine Arbeit fortsetzen. Ich habe diese Inschrift bereits kopiert, also mache ich mich jetzt auf den Weg zurück ins Dorf. Hm? Wenn du dich für dieses Thema interessierst, Link, dann komm doch nach Kakariko. Dann kann ich dir berichten, was ich herausgefunden habe. Oh. Vom archäologischen Standpunkt her ist diese Inschrift ungemein wertvoll. Eine Brücke in die ferne Vergangenheit. Ich gedenke, dieses Mysterium zu enträtseln und damit mache ich mich auf den Weg. Sehr gut, dann kann ich dir auch meine Fotografie zeigen. So, aber bestimmt hat sich hier noch mehr getan, oder? Wir haben den Goronen, wir haben den Stall, wir haben ein Stück von der Kranzruine. Hier vielleicht bei Robelo und bei der anderen. Ah. Hm. Erinnerst du dich noch an das Fragment auf diesem Rätsel, auf dem diese rätselhafte Statue abgebildet war? Unter den Fundstücken aus der Erforschung des Untergrunds habe ich einige weitere Fragmente entdeckt. Und als ich die alle zusammengesetzt habe... Yay. Hier, schau mal. Das ergibt ein prächtiges Wandbild, nicht wahr? Diesem Wandbild nach zu urteilen, scheint die rätselhafte Statue, die du entdeckt hast, nicht die einzige zu sein. Was mich aber wirklich fasziniert, ist das Ziel ihrer Blicke. Das sieht doch wie ein Tempel aus. Die Person ganz vorne muss eine Sonau sein. Die riesigen Ohren sind ein untrügliches Zeichen. Und dieses geheimnisvolle Gebilde in Form einer Hand scheint irgendwie auf den Sonau zu reagieren. Hm. Das muss bedeuten, erstens, wenn man das Ziel der Blicke der rätselhaften Statue gelangt, müsste dort etwas Tempelartiges sein. Zweitens, in diesem tempelartigen Gebäude scheint sich etwas mit Bezug zu den Sonau zu befinden. Ich habe gehört, dass die Sonau über geheimnisvolle Kräfte verfügten. Könnte es etwas sein, dass es damit etwas zu tun hat? Aber das ist natürlich alles nur reine Spekulation. Und da kommst du ins Spiel, Herr Ritter. Sei doch so lieb und finde dieses tempelartige Objekt für mich, das auf dem Wandbild abgebildet ist. Und wenn du es gefunden hast, finde bitte heraus, ob ich mit meiner Spekulation richtig liege. Eigentlich wollte ich mich ja selbst auf die Socken machen und habe deshalb ganz viele Leuchtfahne gesammelt. Aber ich habe verboten bekommen, in den Untergrund zu gehen, weil ich angeblich noch viel zu jung dafür bin. Also, nimm du sie lieber, Herr Ritter. Hm. Und die hier auch noch. Ja. Auch nett. Denn wer den Untergrund erforschen will, sollte sich vorher lieber mit ordentlich Leuchtsamen und Fallen eindecken. Vielleicht erbringt die Erforschung des Untergrunds auch Hinweise auf den Aufenthaltsort von Prinzessin Zelda. Ah. Wenn alles gut läuft, kannst du also sowohl die geheimnisvollen Kräfte als auch Prinzessin Zeldas Spur finden. Danke schon mal für deine Hilfe, Herr Ritter. Der Tempel im Untergrund. Okay. Das sind viele neue Ziele und sehr, sehr interessante Sachen mit dabei. Aber ich hätte echt jetzt gerade Bock... einmal hier runter zu reiten. Okay, wir haben viele neue Ziele. Wir werden aber zum Sinakwa-Waka-Schrein durchgehen. Weil wir könnten auch nach Athenu. Ich weiß es nicht. Wir könnten so vieles jetzt machen. Gehen wir in den Untergrund. Gehen wir nach Athenu. Ich weiß nicht, was ich würde. Wir reisen erstmal nach Kakariko. Von da aus könnten wir in den Untergrund. Bin ich mal gespannt, ob er wirklich auch hier ist oder nicht. Ich
Kränze zu verkaufen? Poco! Um dich an deinen Besuch der Karanzruinen und an Kakariko zu erinnern, wie wäre es mit einem liebevoll angefertigten Schmuckkränzchen? Eins kostet 5 Rubine. Ja, komm. Hm. Bitteschön, hier, nimm. Und was mache ich jetzt damit? Wo kann ich das jetzt hinhängen? Leute, was soll ich denn damit jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Ja, mal. Da liegen doch meine Schmuckkränzchen. Oh, sorry. Aber was mache ich denn damit? Rota kann ich hier nur eins geben, also pass bitte gut drauf auf. Huch. Seitdem diese Kranzruine vom Himmel gefallen sind, wurde es hier in Kakariko sehr lebendig. Die Ruinen haben viele Leute angezogen und so vielen neuen Begegnungen geführt. Ich wünsche dir viele schöne Begegnungen. Aber was mache ich jetzt damit? Ich lege das jetzt einfach hier hin. Rezian und Paya. So, Leute. Jetzt geht's hier ins Eingemachte. Man sagte mir, ich soll mich ausziehen. So, und dann will ich mal wissen, was passiert. Link, ich freue mich natürlich immer, euch hier zu sehen. Nun ja. Zwar habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, wie Herr Tauro sich kleidet, doch in eurem Fall würde es euch etwas ausmachen, eure Haut etwas mehr zu bedecken. Nur des Anstands halber. Mann. Warum? Nenn mir bitte einen Grund, wieso ich das tun sollte. Ah, Link, wie kann ich euch helfen? Ich habe noch nichts darüber erfahren, wo Prinzessin Zelda sein könnte und kann wohl keine allzu große Hilfe sein. Auch muss ich mich ganz auf meinen Vorhaben konzentrieren, bei der Erforschung der Kranzruinen zu helfen. Dorian mag anders darüber denken, doch ich betrachte es als meine Pflicht als Dorfvorsteherin. Das war alles von meiner Seite. Verweilt hier ruhig, so lange wie ihr wünscht, Link. Aber er wird mir helfen können, oder? Ich denke schon. Ja. Oh, Link, da bist du ja. Du konntest deinen Forscherdrang also nicht widerstehen, habe ich recht? Wer bist du nochmal? Ja, so ist es. Oh. Habe ich es mir doch gedacht. Das freut mich. Oh. Dieses Bild zeigt die Steintafel, die beim Spähposten vom Himmel gefallen ist. Mit Hilfe von anderen Dokumenten auf Althylianisch hier im Institut ist es mir gelungen, die Inschrift zu entschlüsseln. Folgendes steht dort geschrieben: Ich bin eine treue Sofe von König Rauru und Königin Sonja, sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Ich will glauben, dass die ferne Zukunft Hoffnung birgt. Und dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Ein kurzer Text, aber ich kann definitiv die Namen König Rauru, König Sonja ausmachen, den Gründern von Hyrule. Außerdem ist eindeutig der Name einer weiteren Person zu erkennen. Zelda. Anscheinend beabsichtigt die Verfasserin, 13 Texte zum Leben der Königsfamilie zu verfassen. Vielleicht handelt es sich um eine Art Tagebuch einer Bediensteten am königlichen Hof.
Besonders der dritte Name, Zelda, lässt mich aufhorchen. Dieser Name ist bisher noch in keinem der Texte aufgetaucht, die wir gefunden haben. Daraus schließe ich, dass es zur Gründerzeit Hyrules jemanden mit demselben Namen wie Prinzessin Zelda gegeben hat. Oh. Diese Inschrift muss ein Epos über Hyrule sein. Die Verfasserin dieser Inschrift erwähnt 13 Steintafeln. Das bedeutet, dass es abgesehen von dieser hier noch 12 weitere Steintafeln gibt. Die Inschriften scheinen ja ein Tagebuch einer Bediensteten am königlichen Hof zu sein. Daraus können wir noch vieles über die Vergangenheit lernen. Dinge, die in keinem Geschichtsbuch vermerkt sind. Wir könnten neue Erkenntnisse über König Rauru, Königin Sonja und vor allem Zelda erlangen. Also, noch 12 Steintafeln zu entdecken. Der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Falls du weitere Steintafeln findest, mach mir doch bitte Bilder davon und zeige sie mir. Natürlich kannst du dich darauf verlassen, entsprechend belohnt zu werden. Oh. Ja, dann würde ich dir ganz schon eins zeigen. Ja, genau. Wenn du ein Bild von einer Steintafel wie der im Spähposten hast, zeig es mir. Oh. Ja. Bitte, sehr gut, dass wir das fotografiert haben. Hm. Also dann, ich mache mich sogleich an die Übersetzung. Oh, oh. Es handelt sich hier eindeutig um ein Epos über Hyrule. Also, wenn man diesen Abschnitt in unseren moderner Sprache überträgt, dann steht da Folgendes. König Rauru, so weise und doch kühn, schleicht sich zuweilen von seinem Hofe auf zur Jagd. Königin Sonja, ihm in Weisheit gleich weiß um seinen Drang und ruft ihn stets zurück zur rechten Zeit. Einer Göttin gleich durchschaut sie Rauru, ihren Gemahl, und lässt ihn scheinen wie einem vom gemeinen Volk. Diese Art gezähmt umspielt ein Lächeln seine Lippen, als wollte er sagen, du stehst über mir, o meine Königin. Doch auch Sonja ist ihm im Herzen gar nicht grimm und trägt ihre Mahnung mit neckischer Freude vor. Oh. Ja, so steht's dort geschrieben. Ich kann es dort kaum fassen. Diesem Text zufolge hat König Rauru gelegentlich seine königlichen Pflichten in den Wind geschlagen, um jagen zu gehen. Ich dachte immer, er wäre ein strenger, ernsthafter König gewesen. Doch es gab wohl noch eine andere Seite an ihm. Nur dass Königin Sonja ihm immer einen Schritt voraus war und Rauru dann zurückholte. Wenn man die Umstände bedenkt, hatte dies sicherlich das Potenzial zu einem großen Skandal. Doch der Text klingt fast schon fröhlich. Dies alles wirkt sehr viel ungezwungener, als wir es von Königen erwarten würden. Vielleicht war es ja zu dieser Zeit so. Ein wahrlich faszinierender Einblick. Ah. Solch ein Zeugnis über die Aktivitäten der Königsfamilie findet man sonst nirgends. Welch einzigartige Informationsquelle. So, dann nimm das bitte. Hey! Ah. Schön! Der Steintafel aus dem Spähposten nach gibt es noch 11 weitere Steintafeln. Oh. Ja. Wo könnte ich denn meine Ergebnisse ausstellen? Vielleicht hier an der Wand? Ich sollte wohl erst etwas sauber machen. Gut. Oh, haben die jetzt das Haus wieder aufgebaut? Oh. Ah. Bitte verzeiht, dass es ein bisschen gedauert hat. Dort drüben findest du meine Ergebnisse. Hm. Ich habe das Material an der Wand des Instituts aufgehängt, so dass du jederzeit einen Blick darauf werfen kannst. Oh. Und wenn du noch eine Steintafel entdecken solltest, dann weißt du ja. Mach ein Bild davon und bring es mir. Ja, cool. Okay. Hier macht er die also dann fest. So, wir hatten aber ja auch noch die alte Dame, die auch noch dieses Kraut brauchte, diese gelben Blüten. Wo war sie denn? Bitte, was ist denn da unten? Ah, ist eine Lampe. Da hat sie gerade, was klebt denn da so? So.
Macht meinem alten Körper schwer zu schaffen. Meine Enkelin Himba kümmert sich sehr und liebevoll um mich. So, aber können wir Himba nicht dann das geben, was die Dame braucht? Wir gucken jetzt einfach mal. Mit den Finanzen ist es gerade nicht leicht, aber wir sind eine Familie. Wir müssen das zusammen schaffen. So. Wer ist Sagono? Okay. Was ist mit euren Finanzen? Oma in dieser schweren Zeit zu pflegen. Und das, obwohl sie doch gerade in Athen im Südosten eine Ausbildung zur Modedesignerin machen wollte. Eine medizinische Behandlung. Oh, entschuldige. Bitte gibt's da... Ich glaube, ich kann hier gar nichts machen. So wirklich... Leuchtmaske, ey, Leute. Auch Wahnsinn, ne? Wie viel Rubine die hier einfach nehmen. Das ist echt eine Frechheit. Ja, wir gehen aber jetzt mal hier hoch. Ich weiß nicht. Also eigentlich klar, wir müssten in den Untergrund. Aber ich habe irgendwie voll Bock auf Hateno. Komm, wir reisen jetzt nach Hateno. Ist mir jetzt egal. So, von wo aus müssen wir denn? Stall der Zwillingsberge. Den hatten wir da unten. Hä? Und wir haben... Nee, das kann nicht sein. Stall der Zwillingsberge ist da und wir haben keinen Schrein in der Nähe gemacht. Da stimmt ja irgendwas nicht. Hier muss es ja irgendwo einen Schrein geben. Das kann ja gar nicht sein. So. Ich bin erstmal hier in die Höhe. Da. Reisen wir denn jetzt hier eigentlich gerade hin? Ja, zu dem Turm, der da hinten ist. Das halte ich doch mal für ganz sinnvoll. Jetzt müssen wir gerade nur mal gucken. Weil da hinten ist ja eigentlich dann schon wieder nichts. Bin ich gerade am Überlegen, in welche Richtung man am besten das Ganze jetzt gestaltet. So, hier sind die Zwillingsberge. Quasi direkt unter uns. Was haben wir denn hier? Das ist aber eine eigenartige Insel. So, goldene Äpfel. Sonst nichts.
Okay, das ist eine sehr eigenartige Insel hier. Ah, Elektrofrüchte. Ist auch schon mal viel wert. Aber tatsächlich... Wir haben keinen einzigen... Doch, da. Ich würde sagen, keinen einzigen Schrein in der Nähe. Ah, nein! Komm, komm, komm! Das schaffst du noch, Link. Doch, 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 das schafft er. Das schafft er. Komm, ich glaube an dich. Kleines Stück noch. Sehr gut. Ah, jetzt waren wir in Kakariko und haben ganz vergessen, unsere Ausdauer aufzufüllen. Ich Trottel! Aber immerhin, wir haben Schrein.